da eine Idee, die ich machen will. Aber hallo erst einmal. Schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Ich habe hier lauter Reste in Gold und Silber. Also hier ist so ein kleiner Rettungsschutzdeckenrest. Und da siehst du ja immer die silberne und die goldene Seite. Ich habe aber auch ganz viel Alufolie als Reste hier gesammelt. Und da ich hiervon mehr habe, wird das Bild wohl silber. Die Knicke an den Rändern, die sollten glatt sein. Aber der Rest, der kann so schön verknickt sein. Das finde ich total gut. Das gibt nachher eine schöne Struktur. Das kennst du schon aus so vielen Videos. Jetzt nimmst du einfach deinen Kleber. Ich habe heute noch mal einen anderen Kleber. Ich schreibe dir das auch wieder unter das Video, was ich da verwende. Und den gebe ich hier einfach drauf. Ich möchte nicht in die klassische Bildaufteilung, in den goldenen Schnitt, weil das haben wir schon so oft gemacht. Ich habe aber auch so mehr Bild im Kopf und da eignet sich das natürlich immer gut für. Und deswegen weiß ich noch nicht genau, was ich jetzt daraus machen werde. Mal sehen. Die Gedanken gehen auf jeden Fall schon auf Reisen. Jetzt kann es ans Malen gehen. Ich freue mich, dass ich jetzt endlich starten kann. Ich mag ja das Material total gerne. Ja, und jetzt schauen wir mal, was kommt. Ja, eigentlich wollte ich mehr Bild malen, aber irgendwie ist mir jetzt gar nicht mehr danach. Das ist natürlich immer fatal, wenn man eine Idee hatte und plötzlich ändert die sich. Wenn man das merkt beim Malen, dass die ursprüngliche Idee gar nicht mehr die eigene Idee ist, dann mache ich einfach weiter. Das mag ich. Ich mag das, wenn die Farbe sich ändert, nur über den Untergrund. Wenn ich jetzt Wasser hier zugebe, verändert sich die Farbe nochmal. Und das ist es, glaube ich, was ich jetzt sehen will. Farbflächen, die sich ja, über das Material verändern. So eine große Fläche mit so einem kleinen Pinsel zu bemalen, ist tatsächlich mühsam, aber es passiert ganz viel auf diesen kleinen Stellen und deshalb nimm dir auch einfach die Zeit dazu. Mache ich gleich mit. Wo es hinpasst. Ich habe es jetzt weggestellt, trocknen lassen und mir das dann noch mal angeschaut und ja, dann auch gedacht, ich muss mein Meerbild heute nicht malen. Ich mache jetzt was Gegenstandsloses. Und mit der Entscheidung hoffentlich bleibe ich jetzt auch dabei, denn sonst bin ich doch immer hin und her gerissen beim Malen. Und jetzt glaube ich, lasse mich einfach auf was Gegenstandsloses ein. So gedacht, ach so ein Meer, das kannst du eigentlich immer machen. Und das ist recht simpel im Prinzip und man hat was, woran man sich orientieren kann. Aber wenn jetzt so die Inspiration da ist, doch etwas anderes zu tun, dann wäre es blöd, wenn ich bei dem Alten mich festhalten würde und nicht was anderes zulassen würde. Also ich versuche jetzt hier mal meinen Weg über die Leinwand zu finden.
macht viel Spaß gerade. Ich liebe das, wenn diese hellen Töne dann nochmal auf den dunkleren Farben sind und so darüber fliegen. Das macht Spaß. Das war's schon. Also so lasse ich das. Es gefällt mir gut. Ich weiß genau, wo das hinkommt, das Bild. Und ich kann es natürlich auch quer hängen. Ich zeig dir das gleich nochmal. Total einfach, macht total viel Spaß. Also ja, mach einfach, wie immer. Fang einfach an, hol dir deine Malsachen. Ein bisschen Alufolie hast du bestimmt irgendwo. Und dann leg einfach los. Zeig's dir hier nochmal in quer. Dann sieht das Licht manchmal auch wieder anders aus und das Bild wirkt anders, also guck einfach, wie du es bei dir auch dann hinhängst. Und ja, ich werde jetzt sofort weitermachen und werde jetzt noch einen kleinen Format das Bild mit der Meerlandschaft machen. Also das wirst du dann auch sehen, denn die Inspiration hängt da gerade noch und jetzt habe ich das eine losgelassen und kann mich auf das andere freuen. Danke für dein Like, danke für dein Abo. Du siehst ja schon am Einband des Bildes, dass natürlich die Alufolie auch eins meiner Lieblingsmaterialien ist. Also Metalle mag ich gerne. Und ja, das ist natürlich auch beschrieben in dem Buch. Aber was ich dir mitgeben kann, ist auf jeden Fall der eigenen Intuition folgen und ja, sich über seine eigenen Grenzen hinwegzusetzen. Also viel Spaß beim Malen. Danke auch für deinen Kommentar. Dankeschön. Ich lese sie alle. Ich sage es dir auch immer wieder. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Dadurch weiß ich ja tatsächlich auch erst, dass du da bist, dass ihr alle da seid und dass ihr alle ja, den gleichen Gedanken in euch tragt. Dankeschön. Tschüss.